Alter, Moin und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Meine Suche nach Lithium war leider nicht ganz so ergiebig. Dafür habe ich jetzt hier wieder riesige Quarzmengen gefunden. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Die sind ja für unsere Kreaturentanks, die wir bauen, auch ganz nützlich. Ganz hervorragend. So viel Quarz. Hier ist auch nochmal ganz viel Quarz. Quarz in Massen. Da kann ich meine Finger gar nicht davon lassen. So, her damit. Jetzt wäre ich hier schon zum Rapper. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber mein Flow ist, glaube ich, nicht so gut. So. Da ist Quarz. Das hakt leider jetzt mittlerweile auch schon wieder. Ich glaube, das liegt wieder daran, dass der Spielstand zu lange läuft und schon wieder vollgelaufen ist mit Daten. Mit Geländedaten und so. Ich glaube, ich muss das alles mal zurücksetzen bei nächstbester Gelegenheit mal wieder. Das ist leider ein bisschen ätzend bei Subnautica, dass dann nach einer Weile es einfach immer anfängt zu ruckeln. Das ist leider mal ein bisschen doof. Das kann man auch nicht so richtig verhindern. Man muss es halt immer wieder ab und zu mal den Spielstand irgendwie... Diese Daten, die sich da halt ansammeln, die da jedes Mal wieder geladen werden, die muss man dann halt erstmal rauslöschen. Dann geht das irgendwie wieder. Das ist leider immer noch so. Ist das Lithium? Ah, nee, es ist Magnetit. Okay, da ist nochmal Lithium. Oh, Inventar voll. Quarz war das doch. Mann, sind wir aber weit weg. An dem Moment ist die Seemotte. Wo ist eigentlich mein U-Boot? Oh, Crab Squid. Da ist mein U-Boot. Tipp, du musst mit dem Prawn in den Lost River. Ja, ich weiß, da war ich doch schon. Das ist ja alles schon weggelutscht, der Quarz da. Den habe ich da schon weggesaugt mit dem Krebsanzug. Ich weiß, dass da ganz viel Quarz ist. Das weiß ich. So, das ist aber auch gut hier. Das ist auch eine schöne Ausbeute, oder? Ach, wir gehen jetzt nochmal hier rein. Komm, wir machen das jetzt nochmal. Einmal noch eine Tour, Quarztour. Kann nichts schaden. Nimm zwei dieser kleinen Fische damit fürs Aquarium. Hä, wä? Die da? Die hier? Soll ich mitnehmen? Ich weiß nicht. Für welches Aquarium eigentlich von meinen 100? Ich meine, klar, wir können natürlich auch noch Fische mitnehmen, die keine Eier legen tatsächlich. Die wir da einfach reinlassen. Das habe ich mich auch gefragt am Anfang, genau. Als der Stream oder beziehungsweise die Aufnahme gerade losging. Wie ist das eigentlich, wenn ich in einen Kreaturentank, wo die halt schon ganz viele Nachkommen produziert haben, noch zusätzlich Fische reinsetze, geht das dann überhaupt oder geht das dann gar nicht mehr? Weil die Tanks haben ja eine Obergrenze, wie viele Tiere da reinspawnen können, wenn man zum Beispiel Pärchen da reinsetzt. Dann machen die halt nicht unendlich viele Nachkommen, sondern irgendwann geht's dann halt nicht mehr. Da kommen dann halt keine neuen mehr. Und das wäre jetzt halt die Frage, kann ich dann, wenn der Tank seine maximale Menge schon erreicht hat, da noch welche reinsetzen oder geht das nicht? Wahrscheinlich geht's nicht. Aber das wäre mal ein nettes Experiment. Wir haben ja schon Tanks, wo so viele Kreaturen drin sind, dass keine neuen mehr nachspawnen können. Da könnte man das ausprobieren tatsächlich. Da war gerade übrigens ein Crab Squid Eye, dieses grüne Knubbelding. Mit den Venen da, mit den grünen Venen. Mann, ist hier viel Quarz. Nicht schlecht. Der Hammer. Der Wahnsinnige. Das ist schon wieder fast meine ganze Kapazität hier. Da ist aber jemand mit dem ganz falschen Arm aufgestanden. Wenn ich mir das so anhöre. Jawohl, jetzt läuft's hier richtig. Quarz in Strömen. Alter Vater. Wir machen uns schon mal jetzt auf den Rückweg. Muss aufpassen, dass ich jetzt nicht ersticke hier. Ich habe nur noch... Oh, scheiße, warte mal. Nicht jetzt hier in irgendwelche Höhlen reinschwimmen, wo ich nicht mehr rauskomme. Wir haben nicht mehr viel sauren Stoff jetzt hier. Nur noch 93 Sekunden. Ich will hier nicht ersticken. Wäre auch irgendwie peinlich beim Farmen ersticken.
Muss nicht unbedingt sein. Habe ich keinen Bock drauf. Kann ich drauf verzichten. Welcome aboard. Okay, wir machen das nochmal leer jetzt. Oh, nice. Was für eine schöne, wunderbare Menge Quarz. Nicht schlecht. Ha! So. Damit würde ich sagen, war's das mit dieser Farmrunde. Das reicht. Die eilegenden Fische und nicht eilegenden Fische haben verschiedene Counter. Ah, also hier hat jeder Fisch seinen eigenen Counter quasi. Aber da bleibt ja die Frage trotzdem bestehen, wenn der Fisch oder die Art seinen Counter erreicht hat, kann ich die dann noch reinsetzen oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Du hast die Fische vergessen. Ja, ja. Ich war mal wieder zu schnell. Kann ich die eigentlich einfach ins Inventar stecken, ohne dass die sterben? So, den hier, ne? Moment. Nimm mit. New creature discovered. So, hier, komm her. Zwei Stück brauchen wir. Sehr gut. So, da haben wir sie. Okay. Und weil da gerade wieder der Vorschlag geschrieben wird, ich soll diese Signalboje machen, auf eine Rettungskapsel raufpacken und mich draufstellen und dann aufheben. Mache ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob ich dabei vielleicht sterbe. Das hier ist der Hardcore-Modus. Da kann ich nämlich nur einmal sterben, dann war's das. Die Experimente dieser Art machen wir, sobald ich die Rakete fertig gemacht habe. Da werde ich dann auch das Experiment durchführen mit dem... Also eine Base im Void zu bauen, beziehungsweise mit dem Krebsanzug mich an den Leviathan ranzudengeln und mit dem Bohrer zu versuchen, ihn zu töten. Also den normalen Leviathan, den mit den Fangarmen vorne am Kopf. Das werde ich dann probieren. Aber erst, wie gesagt, wenn ich mit der Rakete abgedüst bin, damit ich dann sagen kann, ich habe offiziell den Hardcore-Modus durchgespielt. Ich möchte nämlich nicht unbedingt sagen müssen, ja, ich habe fast den Hardcore-Modus durchgespielt, leider bin ich kurz vorm Finale gestorben, weil ich irgendeinen komischen Bug ausprobieren wollte. Das ist, glaube ich, nicht so gut, deswegen möchte ich das auf Nummer sicher spielen jetzt hier. Aber wir werden das alles im Hardcore-Modus noch ausprobieren. Alter, RIP Fische. Ja. Rest in Pieces. Wie weit ist denn das noch weg? Immer noch 1000 Meter. Alter, da sieht man mal wieder, wie weit wir weggefahren sind. Ey, die fahren aber auch in mich rein. Die sind halt alle blöd. Was heißt, die fahren in mich rein? Die schwimmen in mich rein. Ich mach gar nichts. Ich fahre einfach nur geradeaus. Ist so. Es ist einfach so. Spielbär killt Fische im Inventar. Moment, leben die nicht mehr? Wirbelfisch. Also der sieht noch frisch aus. Ich finde, der sieht noch sehr lebendig aus. Komm schon. Ja, du kannst sie bewegen, sich aber lange nicht im Aquarium. Aber spätestens, wenn du das nächste Mal den Spielstand lädst. Ach so. Was ist denn jetzt hier? Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Mann. Jetzt kann ich mal das Licht anmachen. Jetzt bringt's was. Wir sind hier gerade schon wieder in den Safe Shallows. Da muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht safe hängen bleibe. Solange sie nicht gebraten sind, vergammeln sie auch nicht. Ach so, okay, das ist gut. Habe ich dann da irgendwo so einen Wassersack in meinem Anzug, wo ich die reinstecke? Moment mal, theoretisch könnte man ja den Urin auffangen. Egal. Die Gedanken führen wir nicht weiter. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Probier mal das mit der Innenbeleuchtung. Ach so, Moment. Ja, stimmt, das sollte ich ja ausprobieren. Die Innenbeleuchtung ausmachen. Wo ging das nochmal? Hier drüben. Oh mein Gott. Ein Geisterschiff. Ich weiß nicht. Und so soll ich mehr sehen?
Wirkt sich das wirklich so stark aus? Irgendwie ja nicht so, ne? Boah, das sieht schon so aus wie so eine Kleinstadt da vorne, meine Base. Nicht schlecht. Wie riesig das einfach schon ist. Ich kann eigentlich auch mal auf der Seite hier mal neue Abzweigungen bauen, ne? An und für sich so. Dann könnten wir da wieder neue Gebäudeteile anbringen. Also neue Mehrzweckräume für Tanks und so. Weil wir haben momentan zu viele Eier und zu wenig Platz. Ja, ich habe zu viele Eier. Weil noch viel zu große, die nehmen viel Platz weg. So, halt, Moment, ich muss ausschalten. Wow. Ausschalten. Dann holen wir uns jetzt noch Schrottteile. Da können wir ja wieder danach scannen. Wie dunkel das jetzt da drin ist. In dem U-Boot. Ich scanne jetzt mal nach Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Moment. Metallschrott. Und dann grabben wir uns da ordentlich was. Hui. Da wird gleich welcher angezeigt. Sehr gut. Wie viele Videos ist ein Stream? Da ich immer so 2 bis 3 Stunden spiele im Stream, sind ein Stream ungefähr 9 Videos, 9 Folgen. 7 bis 9, je nachdem wie lang die sind. Die Folgen und wie viel ich dann am Ende rausschneide. In letzter Zeit habe ich versucht, nicht ganz so viel rauszuschneiden, damit ich möglichst viele Folgen rauskriege. Ob ich das so weitermache, weiß ich nicht. Denn dann gibt es ja auch den Effekt, je mehr ich aus dem Stream verwende, desto, also je mehr Folgen ich habe am Ende, desto unaktueller werden die Folgen, desto weiter nach hinten raus verschieben sich ja dann die Folgen im Vergleich zu den Streams. Das wird dann entsprechend schwierig, wenn man aktuelle Geschehnisse in einem Spiel zeigen möchte. Weil man dann wieder Folgen überspringen müsste, theoretisch, die man eigentlich aufgenommen hat. Und das ist gar nicht so ohne. Da muss man ganz schön gucken und planen, wie viel man denn eigentlich im Voraus macht und wie viel nicht. Aber da in Subnautica das Update ja eh noch eine ganze Weile brauchen wird, bis es kommt, also noch ein paar Monate, versuche ich in Subnautica gerade möglichst viel im Voraus aufzunehmen, tatsächlich. Das nur mal so als grobe Info. Also ich versuche die Folgen dann immer so 20 bis 25 Minuten lang zu machen. Mal was trinken. Ah ja, wir wollten ja die Fische noch absetzen ins, in den Wassertank. In welchen Tank setzen wir die denn dann eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wo kommen die denn am besten rein? Zu den Knuddelfischen? Nee. Übrigens, das hässliche Vieh ist weg. Das finde ich gut. Wo kommen die rein? Eigentlich müssten die ja hier mit rein. Zu den Viechern. Dann würde ich doch mal sagen... Wie mache ich denn das jetzt? Rechtsklick. Wo sind sie? Da. Sie schwimmen, sie bewegen sich. Nice. Wisst ihr, was wir hier mal einpflanzen können? Das ist doch hier Blattkelb. Zone, also Bloodzone. Da können wir mal die Blutölpfropfen reinsetzen. Dann wachsen doch da die Ranken, oder nicht? Die Blutölranken wachsen doch dann. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Das ist doch mal so ein bisschen so ein Designelement hier. Gucke mal da, wir haben doch so eine Blutölranke hier. Bitte noch ein Knubbel. Inventory Fool. Ah ja, stimmt. Wir haben ja noch das Metallzeugs im Inventar. Sollte mir echt mal angewöhnen, vorher mein Inventar leer zu machen, bevor ich irgendwas vorhab. Ich brauche hier echt noch Beschriftungen. Dass ich die Wege leichter finde. Also, Beetkasten benutzen. Jawohl. Wo ist die Ranke? Wo ist die Ranke? Wo ist die Ranke? Wo wächst sie? Wo wächst... Hier. Da wächst sie. Perfekt. Da haben die auch noch ein paar Pflanzen aus ihrem Biom.
So. Was sind eigentlich, oder was machen eigentlich die Eier, die du am Anfang abgelegt hast? Das sind die leuchtenden Tintenfische. Da möchte ich jetzt genau, da möchte ich jetzt gerne nochmal ein bisschen was bauen davon. Vielleicht sollte ich vorher nochmal, aber wir lassen den Scanner jetzt einfach mal an für die Metallschrottteile. Das brauchen wir ja eh gleich wieder. Also en masse. Wir brauchen jetzt T-Kreuzungen und Mehrzweckräume, deswegen fabriziere ich jetzt erstmal hier Titan. Und jetzt bloß nicht wieder einen Barren craften, wie beim letzten Mal, wo ich Metall hier oder Titan geholt habe. Da habe ich dann am Ende einen Barren draus gemacht, weil ich verrutscht bin beim Umwandeln. So einen Trick machen wir jetzt hier nicht nochmal. Vor allem Trick, ne? Weil das ja so ein wahnsinnig toller Trick ist. Ich kann Baumaterial verschwinden lassen. Das ist der absolute Mega-Zaubertrick. So. Wir machen jetzt hier T-Kreuzungen. An diesen Stellen hier. Gegenüber von den Wänden. Deswegen deckkonstruieren wir das jetzt hier mal. Und bauen da, ich muss ja mit Rechtsklick machen, eine Deckkreuzung. So, eine hier. Korrekt. Und dann nochmal eine ein bisschen weiter nebenan. Und zwar hier. Ich möchte die nämlich in so einem Abstand bauen, dass die Mehrzweckräume sich nicht untereinander verbinden. Sonst wird das so unübersichtlich mit den Zugängen. So. Genau. Dann bauen wir mal hier einen Mehrzweckraum. Ein Mehrzweckraum, das ist ein Traum. Aua, da wäre ich gleich bestraft für den bösen Reim. Menno. Genau. Und jetzt noch einen oben drauf. Wir müssen immer noch einen draufsetzen. Das passt jetzt aber. Yes. Und wir haben keinen Titan mehr. Sehr gut. Also irgendwie ja nicht, aber ich gehe jetzt nochmal atmen schnell. Und dann, meine lieben Freunde. Boah, das war ein Move. Habt ihr das gesehen, wie ich da rausgeflogen bin? Und jetzt holen wir uns nochmal Metal-Schrott und bauen nochmal 3 Mehrzweckräume. Und dann haben wir nämlich wieder Platz für 2 weitere Tanks. Nicht schlecht, hä? Das ist voll gut, hä? Dann haben wir den Plan schon mal weitestgehend absolviert. Ich weiß gar nicht, wie viele Kreaturen kann man eigentlich noch maximal finden, die man da ausbrüten kann. Alter, ah. Ich habe bestimmt gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Es gibt bestimmt noch ganz viele Viecher, die man da bekommen kann. Und finden kann. Aber ist trotzdem irgendwie, ich finde, das ist ein netter Plan so mit dem Kreatureneiern und Kreaturen sammeln. Welches ist eigentlich die seltenste Kreatur in Subnautica, die man auch halt benutzen kann, sage ich jetzt mal. Würde mich auch mal interessieren. So, schön hier Metallschrott holen. Ich atme mal. Hui. Die explodierenden Fische zum Beispiel. Ja, da frage ich mich halt auch, wie sehen denn die Eier von denen aus? Beschreibt mir mal bitte die Eier von denen. Gaso, die Gaspopo-Fische, die habe ich schon, ja. Gasopods, die habe ich schon. Die habe ich schon abgesetzt, tatsächlich. Bin mal gespannt jetzt. Beschreibt mir mal die Eier von den explodierenden Fischen. Dann kann ich da jetzt gleich mal danach Ausschau halten gehen. So, jetzt müssen wir erstmal den Metal-Schrott wieder umwandeln hier. Das ist ja immer so eine Sache. Ich sollte mir echt noch einen zweiten Fabricator auf der anderen Seite aufbauen. Vielleicht da auch nochmal einen Base-Zugang. Ich muss hier ständig diesen Weg gehen. Hin und her. Das ist irgendwie sehr verschwenderisch so. Zeitmäßig und so. Ich glaube, da sind alle dafür. Rot und in Höhlen, klein und rot. Aber dann schon in dem Safe Shallows Biom, oder? Würde ich jetzt vermuten.
Es gibt 15 brütbare Eier. Die Knallfische gibt es in den Safe Shallows Höhlen und du siehst deren Eier dann schon rumliegen. Okay, alles klar. Dann gehe ich da gleich mal hin, würde ich sagen. Holen wir uns mal die Eier. Dann hole ich mir ihre Eier einfach. So, ich mache jetzt mal hier schnell aus, damit der Scanner nicht ewig nach dem Metallschrott scannt. Aus die Maus! Und ich muss... Kann ich essen? Nee, ich habe keinen Platz zum Essen. Ich muss erst mal craften. Also bauen. Ja, dann gucken wir uns mal nach den Eiern um. Da bin ich mal sehr gespannt tatsächlich. Achtung, Hülle. Wie viel habe ich denn noch an Hüllenintegrität? Das ist immer doof, dass man sich das nicht anzeigen lassen kann. Ich baue jetzt noch den einen Raum. haben wir noch. Das ist okay. Da kann ich den... Die Ansammlung kann ich hier noch bauen an Räumen. Das geht noch. Und wir haben ja noch Lithium. Da kann ich gleich nochmal eine Verstärkung bauen. Alles gut, alles cool. Und mir wurde auch gesagt, dass die Kreaturentanks keine Hüllenintegrität abziehen, wenn man sie platziert. Auch eine ganz wichtige Erkenntnis. War mir vorher nicht klar. So, was mir hier sehr wichtig ist, dass die sich nicht untereinander verbinden, weil ich finde das sehr verwirrend mit diesen Zugängen da zwischen den Räumen. Ich glaube, ich werde diesen Raum da auch nochmal umplatzieren. Das muss ich alles nochmal versetzen. Auch das hier muss ich dann wahrscheinlich nochmal eins nach drüben versetzen. Müssen wir mal gucken, ob wir die Fische dann so lange umtopfen in den anderen Raum. So, jetzt hole ich schnell nochmal Lithium aus dem Zyklop. Da haben wir ja ganz viel gesammelt. Und dann baue ich mal eine runde Wandverstärkung. Ich gebe eine runde Wandverstärkung aus. Gott, man kommt hier rein und es ist alles dunkel. Ich muss erstmal hier das Licht anmachen. Man sieht ja hier gar nichts drin. Wo hatte ich jetzt? Hier hatte ich, ne? Ja. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Hier Quarz kann man auch gleich rausholen. Brauchen wir jetzt ja auch. Fürs Glas. Spielbär, der seltenste Fisch, heißt Blum, weil er nicht richtig integriert ist und durch einen Bug oder Cheat freigeschaltet werden kann. Aha. Ist auch interessant, was in Subnautica alles nur mit Bugs oder Cheats geht, ne? Riffrücken züchten geht ja auch nur noch mit Cheats irgendwie. Das geht ja auch nicht mehr. War übrigens auch so ein Ding, ne? Wo mir viele geschrieben haben, ich kann den Riffrücken ausbrüten. Das geht nicht mehr. Das ging früher mal, aber das geht mittlerweile nicht mehr. Nach den Eiern... Also die Eier kann man noch finden, aber man kann den Riffrücken nicht mehr ausbrüten. Ist leider so eine Sache. Ging alles mal. Ist ein bisschen schade natürlich. So. Jetzt haben wir das. Habe ich noch Quarz drin? Nee, doch einen habe ich noch. Alles klar. Also wir bauen jetzt mal die Wandverstärkungen. Wo bauen wir die denn am besten wieder auf? Ich hatte die jetzt immer hier reingebaut. Aber hier ist ja schon alles voll, tatsächlich. Langsam gehen mir die Wände aus. Aber ich kann die ja auch noch... Genau, hier so zum Beispiel kann ich die noch bauen. So, eins. Komm, wir machen mal zwei. Oh, 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 oh. Was sehen meine zündelnden Augen? Guckt mal. Ja, wir haben Crab-Squids jetzt endlich. Nice, die sind geschlüpft. Boah, sieht aber auch ganz schön eklig aus, wenn ich das mal sagen darf. Aber wir haben sie. Wir haben sie endlich im Tank. Ach so, was ist mit den Eiern vom Riffrücken passiert? Gar nichts. Da schlüpfen jetzt nur noch Spatenfische raus. Wie gesagt, habe ich gerade erklärt, die kann man nicht mehr züchten. Es geht nicht mehr. Die Riffrücken kann man nicht mehr ausbrüten. Das ging früher mal, es geht jetzt nicht mehr. Warum auch immer sie diese Möglichkeit rausgenommen haben. Manchmal kommen halt auch einfach Sachen raus aus dem Spiel, die früher mal gingen. Oh, ich brauche ja noch Titan wieder, verdammte Scheiße. Ich brauche hier echt einen Zugang auf der Seite. Ich brauche echt einen... Warte mal, das können wir doch aber machen, oder? Wir können doch hier bestimmt einen Zugang bauen. Geht das eigentlich auch hier? Nee. Wo geht denn das? Hier vielleicht? Aber wir haben ja gar keinen Titan dafür. Scheiße.